Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Ich würde sagen, es ist mal wieder Nachtmarktzeit. Ne? Wir hatten schon lange kein Nachtmarktvideo mehr. Deswegen gucken wir uns heute mal hier in Luang Prabang mal so ein bisschen Nachtmarkt an. Ihr könnt sehen, es geht in erster Linie wieder um Food. Sehr schön. So, hier ist meine Lieblingsjuice-Frau. Hallo. Ja? Okay. So, also es geht darum, ich habe hier letztens mal so einen richtig geilen Juice getrunken. Ich habe aber keinen Plan, was das ist. Mir hat ein Einheimischer aber hier aufgeschrieben. Wie das heißt, also er kannte halt auch nur den laotischen Begriff. Und jetzt habe ich denen das gerade gezeigt. Mussten voll grinsen dabei. Aber das ist jetzt nichts Neues für die, das habe ich gestern schon gemacht. So, wir mal gucken hier. Packen wir mal ein bisschen Geld aus. So. Also ich habe keine Ahnung, was das für eine Frucht ist. Die ist so richtig fresh, lecker. Richtig, richtig super. Richtig erfrischend auch. Ich muss die gleich mal fragen, ob die weiß. Die soll man mal hier auf der Karte zeigen, was das ist. Hier gibt es die super, mega frischen Fruchtshakes. So, und das mal gerade für 10.000 Kip, das ist 1 Euro. So, wisst ihr Bescheid. So gut und günstig kann man sich hier gesund ernähren in Laos oder natürlich auch in anderen asiatischen Ländern. Ja. Auf jeden Fall schon mal alles da, was das Herz begehrt. Ja, ich bin eigentlich auch heute Abend recht spät dran. Ich habe noch Videos gemacht und deswegen ist es, glaube ich, jetzt nicht mehr ganz so proppenvoll, als wenn du hier direkt um 6 Uhr bist oder so. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie für den 8 oder so. Ja, schauen wir mal. So, mein Juice müsste eigentlich gleich fertig sein. Hey. Lecker, lecker, lecker. Thank you. What juice? What is it? Can you show me in the car? Ah, passion fruit. Passionsfrucht ist es. Thank you. Thank you. Bye bye. Ah, yeah. Thank you. So, also es ist Passionsfrucht. Wusste ich jetzt nicht, dass sie so extrem lecker ist. Bye bye. War Wahnsinn, Jungs und Mädels. So. Auch hier ist der Roller allgegenwärtig. Also der Nachtmarkt geht hier noch bestimmt einen Kilometer hier die Straße runter. Aber ich habe hier jetzt ein Spezialgässchen. Und zwar die hier. Hier geht es richtig ab. Hier geht es richtig ab. Hier gibt es auch Juice. Kuchen. Ja, Laos war ja mal eine französische Kolonie, glaube ich.
Deswegen findet man hier auch ganz leichte französische Einflüsse noch. So. Hallo. We have pork stick? Pork? Ja? One pork? One sausage? Spicy? Spicy, yes. And one sticky rice. Now a takeaway. A takeaway, please. Ah, no, to eat here, sorry, to eat here. Yeah, okay. Hab ja ganz vergessen, dass ich am Film bin. Ich muss euch ja mal vorführen, wie lecker das ist. Das ist so relaxed hier. Ja, das Gästchen zieht sich hier auch noch mal ein Stück. Gleich ist fertig. Do you have chopsticks? Yeah. Ah, okay, thank you. Thank you. So, jetzt geht's los. Hallo. Dann werden wir das jetzt mal kosten. Where are you from? England. From England, yeah, I'm from Germany. I make a food video. You just have to buy a salad, it's really good. Thank you. So, dann. Das ist gut. So, das ist Sticky Rice. Also so ein Klebereis, den isst man hier, praktisch kann man hier so formen, kugeln, man isst den hier mit den Händen. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das ist der Würstchen. Also die Wurst schmeckt jetzt nicht wie so eine deutsche Bratwurst, auch wenn sie so aussieht. Du schmeckst halt die ganzen asiatischen Gewürze daraus. Richtig super. So, jetzt hätte mir hier noch ein Süßchen hingestellt. Zum Dippen. Schön so leicht spicy. Gefällt mir. Mehr braucht man eigentlich nicht im Leben. Das ist auch richtig gut. Ja. Sticky Rice. What are you eating? It's the fish. Ah, fish, yeah. And then the papaya salad. It's really good. It's good. Spicy. I think I will try in the next place. Ja. Richtig gut. Also bei ihr gibt's Fisch und Papayasalat. Ein Papayasalat, der soll hier auch extrem lecker sein. Ich hab aber bis jetzt noch keine Gelegenheit gehabt, aber kommt noch. Ah,
Richtig gut. Ja. Mal ein bisschen Juice. Ja Leute, was soll ich sagen? Ich stehe auf Fleisch. Wer mich auf dem Kanal vegetarischen Vlog sucht, der kann warten, bis er schwarz wird. Echt. Mm. Nee. Ich mag einfach Fleisch viel zu gerne. Und es schmeckt halt auch hier in Südostasien halt auch mal eine ganze Nummer besser. Aber es ist auch richtig lecker. Weil die grillen ja auch alles, ne? Ist nichts gebraten in der Pfanne oder gekocht oder so. Die hauen hier alles auf den Grill. Und das ist richtig super. Mm. Ja. Bei dem Fleisch ist jetzt natürlich auch ein bisschen Fett dran. Ja, aber ich denke mal halt auf der anderen Seite, ich esse in der Regel nur abends. Ich bin den ganzen Tag unterwegs. Und da kann man sich halt auch mal erlauben. Ne? Muss ich auch einmal am Tag was gönnen. Wie steht ihr eigentlich zum Thema Food? Man hört am Anfang echt ein paar Mal hintereinander nach Mark. Findet ihr in Ordnung? Oder ein bisschen mehr Night Market oder so einmal alle 5 Videos reicht? Oder einmal alle 10 Videos reicht? Schreibt mir mal in die Kommentare. Ja, ich muss sagen, ich bin echt der totale Nachtmarkt-Fan. Ich stehe hier total auf die Esskultur. Definitiv. Das ist Salata. Vor allen Dingen, ihr hörtet um mich rum, hier treffen auf so einem Nachtmarkt, hier treffen so dermaßen viele verschiedene Sprachen und Kulturen aufeinander. Das ist richtig cool. Der Engländer, der Franzose, der Deutsche, der Laote, alle sind da und essen. Super. Die Menschen sollten mehr miteinander essen. Essen für den Weltfrieden. Hm. Aber ohne Witz jetzt. Ich glaube echt, der Kulturaustausch Nummer 1 findet beim Essen statt. Kannst du sagen, was du willst? Spanier Sauda. Also bringt mehr Leute an einen Tisch zum Essen.
Und klappt dann auch mit dem Weltspiel. Habe ich gerade für mich philosophisch entdeckt. Mmh. Gut essen kannst du echt überall auf der Welt. So. Ein Gedicht. War sehr gut. Hat wie immer sehr geschmeckt. Mmh. Ja. Alles leer gegessen, alles aufgegessen, morgen gibt's schönes Wetter. So, dann gucken wir mal, ob wir sonst was finden. Wahnsinniger Freitag, riesiger Freitag. Ganz super. Ach, Totti, Lecker, 18 Euro. Most spicy, cooler. So, enjoy your food, bye bye. Auch wenn man jetzt nicht wirklich gerne Fleisch isst oder überhaupt kein Fleisch isst. Man kommt hier trotzdem auf seine Kosten. Ja, ich würde sagen, ich schlage mich wieder zurück zum Roller. Gucken, vielleicht hol ich mir tatsächlich noch einen Juice mit auf dem Heimweg. Und ja, damit würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt erstmal vom Nachtmarkt. Wenn euch das kleine Food-Video gefallen hat, dann schreibt es mir in die Kommentare, lasst ein Like da. Ich freue mich natürlich wie immer über alles. Und Moment. Ja, und sage vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut. Bye, bye. Tschüss.